So, Freunde, wir sind wieder zurück mit Part Nummer 2 von, ihr seht jetzt gerade gar nichts, von Visage. Und ich habe jetzt gerade das Spiel wieder gestartet und bin hier wieder in diesem, in dieser Toilette aufgewacht. Da war dieser komische Kieferknochenschlüssel. Keine Ahnung, wofür der gedacht ist. Wir schauen mal, wo wir überhaupt hin müssen. Ah, genau, wir müssten doch in Lucys Zimmer. Das war doch das Letzte, was wir gemacht haben. Oder ist das nicht mehr von Bedeutung? Das haben wir doch schon gemacht. Quatsch, das haben wir doch schon gemacht. Genau. Moment, ich muss mal kurz mein Mikrofon noch mal ein bisschen näher bringen, weil ich jetzt auf einen anderen Monitor spiele. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Gehen wir mal, müssen wir uns ein bisschen umschauen. Wir haben ja keine Möglichkeit. Okay. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie zu Rate zu ziehen, wo wir hin müssen. Aber ich glaube, wir gehen einfach mal. Das ist, glaube ich, alles Early Access-Geschichte, genau. Das können wir noch gar nicht starten in dieser Zeit. Oh, hier. Fuck! Alter. So früh am Morgen, ey. Ich habe gerade erst angefangen zu spielen und schon fängt so eine Scheiße an. Boah, Alter, meine Fresse. Jetzt hat mich das Spiel richtig gefickt gerade. Also das habe ich leider nicht kommen sehen. Überhaupt null. Okay, ich starte wieder hier. Jetzt muss ich wieder in diese in das Ding reingehen und mir diesen Kopf holen. Okay, soll ich da wieder runtergehen? Das scheint da irgendwie dann schon richtig zu sein, oder? Lass uns doch mal gucken. Also hier war er gerade. Jammed, okay. Also scheinbar ist er nicht mehr da. Garage Room Key ist halt das Ding, was ich brauche, ne? Was ist denn das schon wieder für ein Viech, das da steht? Mag ich nicht. Werde ich schon wieder verfolgt von irgendwas Schrecklichem. Es war ja jammed, okay. Hier runter, das ging auch nicht, ne? Garage Room Key, den brauchen wir. Diesen verdammten Schlüssel, der... Oh Gott, das klingt schon wieder nach... Gibt es eigentlich auch keinen Raum, der irgendwie... unsicher, ein bisschen sicher ist. Okay, ich glaube, ich brauche mal wieder Pillen. Mhm, ich höre schon wieder was. Nein, tu das jetzt in den... Nein, ich... Also die Menüführung ist wirklich blöd. So, wo gehen wir hin? Da definitiv nicht. Okay, nach oben. Mach zu, mach zu. Okay. Okay, da fühlt man sich ein bisschen besser, ein bisschen sicherer. Schon wieder Pillen nehmen.
Okay, wo habe ich den? Ich höre es. Ich höre dieses komische Monster. Ich gehe hier rein. Okay. Wir halten fest. Also wir müssen auf jeden Fall den nächsten Raum finden, der irgendwas Neues getriggert hat. Ein neues Event. Also irgendeine Tür, die geöffnet worden ist oder irgendwas anderes. So. So, das machen wir jetzt auch ein bisschen schneller, weil wenn der schon immer hier steht. So, das ist jetzt der. Das ist das Wohnzimmer. Die Uhr. Ist auch scheinbar völlig unbrauchbar aktuell. Das ist irgendwie ein Gästezimmer. Das ist das Kinderzimmer, ein anderes Kinderzimmer. Das ist aber auch nicht wichtig hier. Das Kinderzimmer. So, wir waren jetzt hier oben. Oh Gott, ich höre schon wieder. Das ist mir wieder zu krass. Ich glaube, wir müssen wieder. Ich glaube ja, wir müssen wieder in die. Oh! In die. In den. Ins Basement, also in den Keller. Ach Gott, ey, dass ich mich da einfach reintraue. Mit gar nichts. Wirklich gar nichts. Ah, schau mal her. Eine Schaufensterpuppe. Wasn't here before, ja genau. Jetzt haben wir was. Das ging jetzt auf. Aha. Was ist das jetzt hier? Das sind irgendwelche Polaroids, wo auch irgendwelche Daten draufstehen. Was steht da denn? Ich sehe es nicht. Durain und irgendwas mit C. 18. Oktober 1973. Oh, ich kann da reinzoomen, oder? Ja, was soll das denn bedeuten? Meine, muss ich jetzt nochmal angucken. Ist das jetzt alle mit diesem Datum versehen? Ja. Okay, also. Ihr wisst Bescheid. Aber dieser komische. Dieses Puppengesicht-Ding ist jetzt in der Nähe, oder? Es bahnt sich halt so krass an. Die Frage ist, wie kann ich das entgehen? Also ich glaube das schon, dass es gekoppelt mit diesem Wahnsinn, den man hat. Das heißt, Pillen nehmen, Licht irgendwie machen, also nicht zu lang in diesem, in dieser Darkness rumverweilen. Und dann geht das schon, aber ich frage mich halt wie. So, ich frage mich echt wie. Vielleicht mache ich jetzt hier zum Beispiel eine Kerze an. Die stelle ich mir jetzt hier hin. So. So, aber das bringt ja auch nicht so viel, ne? So, was ist da drin nochmal? Okay, das ist einfach nur ein. Klumpt etwas, nein, da ist eine Spachtel drin oder sowas. So, ich krieg wieder Probleme mit meiner Angst.
Storage Room. Oh, was ist, kommt jetzt schon wieder? Nein, das ist schon wieder. Das ist doch nicht normal, das ist viel zu schnell. Oh, hier ist ein Licht. Ah, hier sind Pillen. Komm, nehmen wir mal ein bisschen Pillen hier. Oh, die Tür geht auf. Geht so. Okay, ich habe richtig ordentlich Pillen genommen. Lass mal fallen. Achso, das ist dieser Verbindungsraum. Aber wir haben einen Hinweis. Ja, komm schon, komm, 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 komm. Wir haben einen Hinweis. Fragt nur, wo wir den einsetzen können. Das ist diese Polaroid-Geschichte. Wo können wir den einsetzen? Was... Ein Datum, das heißt Kalender, ist doch das Entscheidende, oder? Ich kann ja irgendwie Lichter machen. Das war doch gerade ein Zeichen, wo ich Lichter machen konnte, oder? Doch, da. Dragon Probably, ja, super. Also, Kalender, das ist jetzt meine Idee. Mein Kalender ist in der Küche. Ich mache die Tür jetzt zu, weil sonst kommt dieses blöde Mistviech so. Ich meine doch, hier ist ein Kalender. 73. Aber der hat nichts zu bedeuten. Sieht auch wirklich nichts, ne? To be working probably, ja, aber ich habe halt schon klar, aber wir haben keine Möglichkeit, das einzuschalten. So, wir haben ein Datum. Wo kann das Datum was bewirken? Kurz überlegen. Ein Datum. 15. Oktober. Ne, 18. Oktober oder so. What the fuck, Alter? Da steht es schon. Ja, sehr geil. Schön. Komm zu mir, komm zu mir. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Garage Room Key. Da ist ja eh nix, ne? Da ist ja auch nix. Kann ich mal anrufen? Nee. Ich weiß, hier kann ich auch nichts machen. Vielleicht muss noch mal runter. Ich glaube, ich muss noch mal runter.
Entweder lass mich jetzt töten, absichtlich, damit ich wieder im Autosave bin. Wisst ihr was, das mache ich schnell mal. Das ist mir jetzt ein bisschen. Ich habe gerade ein bisschen zu viel Angst, dass ich jetzt hier anfangen würde, nochmal da runter zu laufen in den Keller, weil die ganzen Gänge da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Aber okay, irgendwas Besonderes muss das sein. Mit diesen Polaroid-Bildern. Die sind ja auch alle schwarz. Die sind ja nicht irgendwie farblich oder so. Das ist ja das nächste Unmögliche. So, ich nehme jetzt nochmal schnell Pillen. Ne, ich mache jetzt hier Licht hin. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier Licht hin. So. Und jetzt nehme ich noch Pillen. So, tu es da rein. Wie gesagt, das ist alles schwarz, aber wir sehen immer dieses Datum. Was hat das, dass wir das wollten? Da. Dwayne und. Also, das ist einfach. Ach, das ist einfach so ein Foto von zwei Leuten. Geschossen am 18. Ja, ich kann da auch nicht mal rüber. Die Frage ist, was. Okay, ich muss jetzt. Ich habe gerade sehr viel Angst. Ich weiß nicht, wo ich. Ja, ich weiß, weil das schon kommt. Ich sehe Höllen schon. Ja, leck mich doch im Arsch. Ich. Wo muss ich hin? Ey, warte mal ganz kurz. Ich muss kurz ein paar Tipps anhören. Naja gut, ich glaube im Grunde genommen kann es mir nicht helfen, wenn ich jetzt da wirklich einfach immer diese Dunkelheit habe. Was soll ich machen? Ich muss in Bewegung bleiben, ich muss mich immer weiter von Lichtquelle zu Lichtquelle bewegen. Nur was hat das zu bedeuten? Dieser Schrank mit diesem Auge und den ganzen Polaroids. Im Grunde genommen gar nichts. Was willst du mir damit sagen? Vermute ich gar nichts. Mein Gott, wieso kommst du jetzt, ey? Wirklich, wieso kommst du immer dann, wenn ich es nicht gar nicht brauche? Ich check es nicht. Mal, ich gehe jetzt da noch. Na, das ist hier der Scheiße. Ey, jemand müsste mir mal erklären, wie das Spiel aufgebaut ist. Ich check's nicht. Aber jedes Mal kommt dieses Scheißviech, ne? Jedes Mal. Alter. Are you fucking kidding me? Was ist das für ein Key? Das ist bestimmt der scheiß Garagenschlüssel. Oh Gott, der kommt wieder. Das ist der Garagenschlüssel.
Okay. Ich nehme jetzt die Pillen. Alles klar, ich nehme Pillen. Ich nehme die Pillen, ich nehme die Pillen, ich nehme die Pillen. Ich mache sogar hier, ich lasse mal hier sogar. Nimm es auf. Okay, das ist auch noch nicht irgendwie im Early Access. Ich möchte mich doch von diesem blöden Kackding da befreien mal. Der geht mir langsam auf den Zeiger. So, aber was haben wir hier gefunden? Fucking Schlüssel. Und wir gehen jetzt sofort los in diese scheiß Garage. Nebenbei Pillen ein. Nochmal Pillen ein. Ja komm, mach die scheiß Tür auf. Hä? Gottes Willen. Ich nehme nochmal Pillen ein. Nur weil ich Angst habe, dass das immer schlimmer wird. So. Was haben wir hier? Nein, ich habe jetzt schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Bierdosen. Flaschen. Irgendwie wirklich nichts von Bedeutung. Können wir den Kofferraum? Ah, wir haben eine zweite Tür hier. Die ist. Eine Garage Key habe ich doch. Das ist doch die Verbindungstür, wo es hier hochgeht. Genau. Sehr gut. Ich muss nochmal Pillen nehmen. Der Bottle ist empty, dann lass es doch fallen. Also noch hölzerne Treppe. Das ist so ein komischer Lagerraum. Das können wir irgendwie verschieben. Das dauert aber so ewig mit der Maus. Guck, ich muss jetzt richtig. Komm schon, schieb. Ich habe mich noch nie so viel anstrengen müssen mit einem Computerspiel, ey. So. Ah nein, ich höre schon wieder. So, okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir kommen dem Ganzen immer ein Stückchen näher. Content not available. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich ein. Was ist das denn jetzt hier? Jetzt habe ich irgendwie ein. Erfolg bekommen. Was bringt mir das jetzt? Ich kann ihn nicht öffnen. Ist das nicht das Omega-Zeichen? Okay, also wieder zurück. Hat nichts gebracht, außer ein Erfolg. Ist locked. Okay, wir haben ja noch den Garagenschlüssel. Jetzt ist der Garagenschlüssel aufgebraucht. Jetzt müssten wir doch. Genau. Sind wir doch wieder hier.
So, ich habe gesehen, wir können Quick Saven, ne? Das würde ich gerne mal machen. Kann Quick Saven. Quick Save auf F5. Das machen wir mal. So, Quick Saving, genau. Habe ich jetzt gemacht? Ist hier gar nichts mehr? Oh, ich glaube, das. Oh, man kann die Lichter. Oh nein, ich habe nämlich. Ah, verdammte Scheiße nochmal. Ich nehme die mit. Oh nein. Scheiße, ich kann nichts mehr sehen. Jetzt muss ich hier runtergehen, weil ich wirklich nichts mehr sehen kann. Und ich hoffe, wo war nochmal. Ach komm, wir gehen mal hier runter. Okay. Das ist nicht notwendig in der Ding. Ach, kann man das hier anmachen? Verdammt. Da oben sehen wir gar nichts, ne? Ey, fuck. Das tun wir mal wieder zurück. Wir brauchen erstmal. Ein Feuerzeug. Wo habe ich ein Feuerzeug gesehen? Ich glaube, hier drin, oder? Hier war doch noch ein bisschen was. Pillen waren dran drin. Irgendwo habe ich doch ein bisschen was gesehen. Feuerzeug, Pillen, sowas in der Art. Okay, Pillen sind hier. Ja, genau, die habe ich schon mal geholt. Aber wo waren die anderen Pillen? Da habe ich doch jede Menge gesehen. Pillen. Hier sind Pillen. Die nehme ich mir gleich auch mal. Aber ah, ich habe noch eine. Das ist zwar dumm, aber. Alter, ich hasse es. Immer schlimmer. Ja, er ist ja schon da. Ist hier vorbei. Kann aber nicht alles gewesen sein. Ich gehe jetzt gerade zum Schutz hier rein. Es muss doch was anderes hier geben. Oh oh. So, jetzt habe ich nichts mehr da drin. Jetzt wird es vorbei sein. Okay. Ganz ehrlich, darauf habe ich es irgendwie auch ankommen lassen, weil ganz ehrlich, ich wusste jetzt nicht genau, wie ich weitermachen soll, ohne irgendwie eine Möglichkeit, mich umzuschauen. Hier, warte mal, Moment. Ich habe gesaved. Quick Save. Aber naja.
Wo muss ich hin? Also wie geht's weiter? Das ist jetzt die Frage. In diesem Ding ist scheinbar gar nichts. Ist wirklich scheinbar gar nichts. Ich hab wirklich auch nichts mehr. Es kann doch nicht. So kann ich nicht spielen, Alter. Ich habe nichts. Ich habe wirklich keine Lichtquelle mehr, außer dieses fucking Ding da. Das bringt mir nichts. Ich werde über den wenigen Sekunden wieder aufgehalten von meinem Puppenfreundchen. Weil der mir sagt, hey, tut mir leid, aber ohne irgendwas kannst du hier nicht durchs Haus laufen. Das ist doch unmöglich. Das ist doch Quatsch. So, wo war das nochmal mit den Pillen und so? Da hab ich auch ein Feuerzeug gefunden. Hier ist es nicht gewesen. Ich war auf jeden Fall. Alter, hab ich mich jetzt gerade erschrocken, ey. Meine Herren. Uff. Aber durch den Garagenschlüssel habe ich auch nicht viel erfahren, ne? Hier ist wieder dieses. Boah, ey, ist es so. Ich gehe gerade nur, weil ich ungefähr noch weiß, wie die Räume aufgebaut sind. Sie habe ich wenigstens ein bisschen nicht. Okay. Ja, ich weiß, meine Sanity ist immer wieder so dermaßen decreased. Car Key. Ja, habe ich natürlich nicht. Wo könnte der sein? Vielleicht hängt der irgendwo. Vielleicht ist ja irgendwo der Schlüssel. Wenn der Examine. Ja, kann mir aber nicht viel bringen, ne? Ja, komm. Ich höre ihn schon. Warum gar nicht drüber reden? Der wird jetzt gleich kommen und dann ist es vorbei hier. Wahrscheinlich ist ja wieder irgendwie eine Schublade drin oder so. Ich habe eine Flasche aufgenommen. Wozu? Kann man damit das Ding aufschlagen oder was? Also ich gucke mich jetzt zwar noch um, aber eigentlich weiß ich, dass es hier keinen Sinn mehr macht, weil gleich kommt dieses Viech wieder. Car Key. Das ist ein Schraubenzieher. Danke. Okay. Ja, okay, gut. Ich bin nicht erschrocken, weil ich war schon sicher, dass es passieren wird. Okay, also. Ich habe eine Idee. Wahrscheinlich wird es wieder so darauf hinauslaufen. Aber naja.
Also dieser Garagenschlüssel, der hat wirklich fast gar nichts gebracht. Also keine Ahnung. Und ich habe kein Licht, ich habe nichts. Ich habe da ehrlich gesagt so ein bisschen gerade die Probleme. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Also, warte mal, wir fangen wieder von neu an. Weißt du was? Fangen wir von neu an. Nehmen die Garagenschlüssel. Geht schon wieder los hier, oder was? Ey, wirklich. Was hast du zu bedeuten? Also, wir nehmen jetzt hier die Pillen. Jetzt haben wir es. The fuck? Das war der Punkt. Ich musste ein Foto schießen. Switch hands. Somehow it won't light up. Like from the other side, okay. Ich gehe mal dahin, wo das Licht ist, weil ich kann irgendwie das mein Licht nicht einschalten. So. Okay. Machen wir erstmal hier mal die Tür auf. Was haben wir hier? Eine Kommode. Alter, wenn ich jetzt mich umdrehe, bist du hinter mir? Alter, was war das? Was war das? Das Licht brennt. Alter, was war das für ein komisches Ding, ey? Das ist so fucking creepy, das Ding hier. Nur diese beschissene. Someone won't light up. Das ist doch bescheuert. Kerze. Hier scheint nichts zu sein. Ey, jetzt gehe ich den Weg zurück und es wird irgendwas passieren. Machen wir mal die Tür zu. So, da gehe ich nicht mehr rein. Dann gehe ich mal den anderen Weg. Der ist zwar stockdunkel. Und was soll ich machen? Es ist. Du Scheißspiel, wirklich. Das macht seine Sache sehr, sehr gut. Zu gut. So, was haben wir hier? Kratzspuren. Gehen wir erstmal da lang, weil da ist gerade Licht. Die Kratzspuren führen noch dahin. Gott, ey, Maria Magdalena mit Jesus am Arm. Das scheint das Haus zu sein, nur umgestaltet. Aha, da bist du. Schweinehunde.
der Dachboden, oder? Ich höre was. Okay. Ihr scheiß Gestöhne wird immer lauter. Wo bin ich denn jetzt? Autosaving, okay, das heißt schon mal. Das ist, es scheint schon wieder so ein Raum zu sein wie mit den Käfigen. Mal alle auf, weil letztes Mal war es auch so, dass das Öffnen. Irgendeiner ist wahrscheinlich das Ding drin, oder? Jetzt gar nicht weiter. Also ich muss irgendwo einen Schrank öffnen. Ach komm schon, ey, wirklich. Wenn das Schrank öffnen nicht so bescheuert wäre. Der Schrank hat keine Rückenwand. Achso, weil das die Seite ist. Hier ist auch nichts drin. Eine Mamuschka haben wir gefunden. Das ist aber nur ein Erfolg, ne? Ist nichts. Darkness has tired of playing child's game. Was ist das denn für ein Quatsch? Mich jetzt hier für wie? Ich hab doch gar keine Child's Games getrieben, Mann! Ich stehe wieder in diesem fucking Raum. Oh, fuck. So, sorry, das ist immer ein bisschen diese Steuerung. So, lass uns doch mal gucken. Der war doch gerade. Hier war das doch, oder? Hier war doch gerade das Viech. Hä? Okay, also das scheint. Da scheint der sichere Tod zu sein. Das ist nicht das, wo wir jetzt hin müssen. Ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie nur so eine. Hey, du hast nur zu viele Schränke aufgemacht, wir werden dich jetzt hier holen. Nee, es ist scheinbar tatsächlich irgendwie dieser eine Schrank, den ich definitiv nicht öffnen soll. Gut, okay, weiß ich Bescheid. Aber die anderen öffne ich. Das hört sich an, als ob man durch den Strohhalm schlürft, ey. Wirklich. So, hier ist doch diese Mamuschka, oder? Genau, das haben wir auch schon geschafft. Und das ist der Schrank, der nicht geöffnet werden darf. So, wir machen einfach alle Schränke auf. Aber alle Schränke auf. Alle, die wir öffnen können.
Okay, es sind zwei Schränke, die ich mir merken muss. Die darf ich nie aufmachen. Na, was suche ich genau? Suche ich einen Ausgang oder was? Ja, wahrscheinlich, ne? Hier sind Kerzen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich bin runtergefallen. Holy fuck. Das ist doch eine. Da ist doch ein Schatten. Scheiße. Okay. Das ist eine beschissene Katzenuhr, ne? Oh. Mr. Panda Bear. Ich könnte interagieren. Aufstehen und ich kann aber auch noch mal mich umschauen. Da passiert doch gleich was, oder? Dieser Panda-Bär, der macht mir Angst. Der Panda macht mir Angst. Okay, es passiert was. Wir warten einfach ab. Oh, fuck. Was für einen Sinn hat dieser beschissene Stuhl? Okay. Wir wissen Bescheid, der Stuhl. Auch der ist nix. Aber es nimmt irgendwie trotzdem, das ist eine nette Idee, sowas, finde ich. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Macht nichts, wir wissen jetzt ganz genau, wo wir hin müssen. Und zwar da. Da ist das Loch. Zack. Und dann rennen wir einfach mal durch. Gehen nicht mehr in den Raum mit dem Panda. Das lassen wir gleich getrost sein. Was haben wir denn noch hier? Was ist das für ein Raum? Dunkel, as fuck. Eine einzigen. Im Schrank einfach nur. So. Ach komm schon, ey. Okay, hier ist nur ein Raum. Kann ich nicht langsam mal. It's like nothing in the case with. Ich nehme doch den mal in. Your hands are full. Okay, dann tue ich mal das Storm. Ja, stimmt. Wir sind wieder am Anfang. Die Frage ist nur, wo müssen wir hin? Die Tür ist immer noch verschlossen. Da ist noch nur dieser Schrank mit diesen Kerzen drin, oder? Das hat sich nicht verändert. Einfach nichts sieht, ne?
Okay. Ich bin zwar jetzt wieder beim Anfang, aber geholfen hat es mir jetzt nichts. Irgendwelche Keksdosen. So, aber scheinbar ist dieser eine Raum mit dem Panda zu irgendwas nützlich. Vielleicht, ich habe eine Idee, vielleicht muss ich die Tür aufmachen. Also wenn die Tür aufgeht, Quatsch, wenn die Tür zugeht, dann, so, jetzt stehe ich auf und mach die Tür wieder auf. Vielleicht hat sie irgendwas getan. Nee. Oh Gott. Fuck it, ey. Wirklich fuck it. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Mir fällt gerade nichts ein. Ich würde es nochmal probieren. Ne, da muss ja irgendwie ein Weg geben. Also wir können jetzt zwar auf die anderen Seite raus, jetzt sind wir wieder wahrscheinlich in diesem Schrankraum. Ja, genau. Ich habe vergessen zu quicksaven. So, aber was hier ist, das habe ich auch noch nicht verstanden. Ey, das ist eine Kassette. Eine Kassette. Die können wir gebrauchen. Weil dann nämlich doch der Kassettenrekorder ist im Wohnzimmer. Wir können nichts einschalten, wir können nichts. Doch, das können wir machen. Ach, come on. Okay. Ich muss mir was überlegen. Ich würde vorschlagen, an der Stelle machen wir Schluss. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, da ist noch einiges zu tun, glaube ich, in dem Haus. Wir werden bei der nächsten Folge hoffentlich herausfinden, wie wir aus diesem komischen Albtraum herauskommen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal.